Hallo, da bin ich wieder und ich habe euch heute ein bisschen Gesso mitgebracht. Damit werden wir heute arbeiten. Ich habe hier einen relativ großen Topf, weil ich sehr gerne und sehr viel mit Gesso arbeite. Aus diesem fülle ich mir jetzt ein bisschen was in meinen kleinen Glasbehälter. Dafür nimmt man immer einen sauberen Pinsel und füllt sich ein bisschen was ab oder auch einen Spachtel. Man braucht gar nicht viel, es reicht eigentlich schon so. Ein kleiner Pinselstrich. Ich stelle es dann hier mal bereit und lege dann auch gleich mal los. Als erstes gebe ich ein ganz bisschen von dem Gesso auf mein Papier. Ich verwende hier ein Skizzenpapier mit 170 Gramm. Das ist recht glattes Papier und streiche einfach mein Gesso hier mal auf, nur partiell. Verwische es mit den Fingern. Man kann es natürlich auch vollkommen mit dem Pinsel ausstreichen, aber ich arbeite halt sehr gerne mit den Fingern. Das Golden Gesso ist ein sehr geschmeidiges Gesso, das heißt, es lässt sich sehr gut verstreichen und bildet eine relativ glatte, saugende Oberfläche aus. So, dann muss es einen Augenblick trocknen und dann arbeiten wir auch schon gleich weiter. Ich arbeite so ein bisschen, ja, ich sag mal monochrom heute und gebe dann jetzt einmal die Farbe aufs Papier. Dafür setze ich ein Art Crayon ein, das ist einer von Marabu. Es ist ein wasserlöslicher Öl-Aquarellstift. Dafür setze ich eine Schablone ein und mal einfach hier so ein bisschen oben drüber und verwische die Farbe. Das mache ich aus dem Grund, damit habe ich schon mal so eine leichte Struktur auf dem Papier und das habe nicht gleich ganz so viel Farbe und kann die sehr schön hier auf meinem Gesso und auch auf dem Papier als solches verwischen. Und es bleibt gleichzeitig ein bisschen was von dem Muster auf der Oberfläche. So schlage ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Diesen Vorgang wiederhole ich jetzt, bis meine Bereiche so weit mit Farbe gefüllt sind, wie ich es gerne mag. Verwisch immer wieder die Farben. Und habe so halt schöne Effekte auf meinem Hintergrund. Auch auf der anderen Seite. Und hier kann man schon sehr schön sehen, den Unterschied. In den Bereichen, wo das Gesso unten drunter ist, lässt sich die Farbe viel einfacher, viel stärker verreiben. Und hier oben, wo sie direkt auf dem Papier ist, bleibt sie stärker stehen. Hier kann man wieder sehr schön sehen. Hier unten ist kein Gesso, hier ist nur partiell Gesso. Da lässt sich die Farbe wieder anders verstreichen. Und so hat Gesso halt einen Effekt für die Farben, um diese entsprechend zu verarbeiten. Nun hatte ich ja auch schon öfter mal erwähnt, dass Gesso zum Lasieren verwendet wird. Also ich habe es ja hier im Grunde im Untergrund schon ein bisschen, dass man sieht, wie unterschiedlich sich es verstreichen lässt. Jetzt kann ich es aber auch noch mal direkt aufs Papier geben und dann eben hier noch mal oben drüber wischen. Und da ich hier mit wasserlöslichen Farben, also der Marabu Art Crayon ist eine wasserlösliche Farbe, vermengt sich
mein Farbauftrag mit dem Gesso. Und so kann ich hier feine Lasuren machen. Ich kann das Ganze auch ein bisschen mit Wasser ansprühen und Gesso drauf geben. Dann wird die Farbe noch heller und man kann noch eine bessere Lasur herstellen. Und ich verstreiche, wie gesagt, den Auftrag immer gerne mit dem Pinsel. Sprühe es auch immer mal wieder an, damit halt das Gesso ganz fein, ganz dünn auf dem Papier zum Tragen kommt. Solange es nicht trocken ist, lässt sich das Gesso auch immer wieder anlösen und auf dem Papier verteilen. Und dann können wir anfangen, es zu bestempeln. Zum Stempeln verwende ich das Acrylink, ein wasserfestes Stempelkissen. Wenn ich im Nachhinein nochmal mit Farbe drauf gehen möchte, dann verwischt mir der Stempelabdruck nicht. Ich habe hier ein Motiv aus meiner eigenen Kollektion, der Just Stamps Design Kollektion, und das setze ich jetzt hier zum Stempeln ein. Wie gesagt, ich setze das Acrylic Ink ein und färbe damit mein Motiv gut ein. Einmal schön abdrücken. Haben wir hier das Motiv toll zur Geltung gebracht. Und da ich noch weitere Motive einsetzen möchte, habe ich mir schon mal ein gerissenes Papier vorbereitet, das ich dann hier zum Abdecken von meinem Motiv nehme. Ich habe mir dafür eine Stadt ausgesucht, das ist ein Lostkost Design Stempel. Und auch diesen färbe ich wieder mit dem Archival Ink ein. Das ist ein unmontiertes Stempelgummi. Und wird halt kurz angedrückt. Jetzt nicht richtig doll, sondern nur ganz zart, damit im Hintergrund die Türme nur so leicht erkennbar sind. Das Motiv stemple ich jetzt noch öfter ab. Hier drücke ich jetzt ein bisschen fester, damit es etwas stärker zur Geltung kommt, das Motiv. Na komm schon, kann man schön sehen, wie sich das jetzt an das Motiv anpasst. Dann mache ich noch welche auf die andere Seite. Hier wieder etwas kräftiger, nehme ich dann den Klotz, um den Druck besser zu verteilen. Nochmal ganz leicht eingefärbt und dann hier nochmal ein Türmchen reingesetzt. So. Damit habe ich mein Bild schon einmal vorgefertigt und nehme jetzt noch ein bisschen
Tissue Tape und platziere das in einigen Bereichen. Dann können wir noch ein bisschen mehr Struktur wieder drauf geben. Dafür setze ich dann nochmal die Schablone ein und gehe in einigen Bereichen nochmal mit der Farbe hin und reibe das Muster durch. Versuche es möglichst gerade aufzusetzen. Und gebe so noch mal ein bisschen Struktur auf das Papier. Um das Ganze noch ein bisschen luftiger zu gestalten, stempel ich jetzt noch ein paar Kreise. Dafür nehme ich wieder meine Kabelink in Schwarz. Und dann habe ich hier verschieden große Deckel und nehme die einfach mal, nehme die so ins Stempelkissen, drehe die einmal da oben drauf, dann habe ich ein bisschen Farbe an dem Stempelkissen, an dem Deckel und gebe die dann aufs Papier. Ja, das reicht mir schon. Und jetzt werfen wir noch mal einen Blick ein bisschen näher drauf. Ich hole es euch mal ein bisschen heran. Ja, fertig ist die Karte. Jetzt muss sie nur noch mit einem schönen Passepartout versehen werden. Da werde ich ein dunkelbraunes wählen und euch gleich noch mal zeigen. So, jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf die Karte. Ich habe die jetzt auf einen dunkelbraunen Karton montiert und dann schaut es doch gleich nochmal ein bisschen anders aus. Mir gefällt es gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder ein Like gebt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.